Ja, hier willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Mein Gott, guckt euch mal an, wie cool Ludger da rumsteht. Richtig nice. So, seit der letzten Folge ist ja nicht so viel passiert. Das wollen wir ändern. Wir machen jetzt einfach mal die Story weiter und wir haben ja schon gesehen, wo es weitergeht. Deswegen gehen wir hier rein und fahren die Story voran, damit hoffentlich, so wie letztes Mal, wo in Habil ja nichts passiert ist, dann denke ich mal, was passiert. Ja, Geschichte fortsetzen, na klar. What do you want? Where does it hurt? I'm a doctor. We've confirmed your arrival at Aladi Sea Haven. Recover the data from the pursuit agent and return to company HQ. Sorry about that. Here's the data. But these poor people. Recovering the data is your top priority. Bring it to HQ immediately. What's so special about it? It's a copy of all the fractured dimension data that the former director Kresnik had collected and analyzed. Huh? Fractured nicht dimension? Ich. So you had a run-in with Julius? Yes. We had him outnumbered 10 to 1, and yet he still decimated us. But at least we got the data off him. Get it back to HQ. It'll really help us improve our ability to detect waymarkers. You all go on ahead. I'll take care of these people. Nein, bleib bei uns. I prefer the company of Rowan, thank you. This old geezer would be honored to help, young mistress. Aber wir haben dich doch gerade erst bekommen. Good thing I have thick skin. Alvin bekommt nur aufs Maul, ey. Von jedem Einzelnen. Die ganze Zeit. Ich find's schön. Beat up his former co-workers, huh? I want to believe he had a good reason, but... Okay. Willis, willst du nicht trotzdem mit uns kommen, na? Oh. Wen haben wir denn dann alles nur noch? Oh, das ist eindeutig. Komm, steuern wir mal ein bisschen Jude. Oder Leia. Weil sie haben wir ja neu bekommen. So, ich möchte mal kurz gucken. Hier sind schon wieder so viele Angriffe, ne? Hühnersprung. Mit den neuen Angriffen kann ich sowieso noch nichts anfangen. Okay. Und er hat Gesüße, nehmen wir das hier. Hier kommt erste Hilfe hin. So. Dann müssen wir wieder zurück, ne? Zur Spyros AG. Na gut, aber erstmal hole ich mir was zu essen hier. Falls wir uns irgendwas leisten können. Ach ja, es gibt ja nichts mit. Oh. Dann nehmen wir uns die Dinger hier. Und übrigens finde ich. Ja. Nehmen wir das hier. Obwohl 30% ist eigentlich nicht so viel. Egal. Dann wieder auf zur Spyros AG. Mit zwei Charakteren weniger. Oh, warte mal, da. Inventarerz hat eine Fertigkeit erlernt. Super. Ach, sie ist jetzt nicht mehr bei uns. Verdammt. Ja, da müssen wir hin, ne? Wahrscheinlich passiert auf der Rückfahrt überhaupt gar nichts, ne? Oh, tatsächlich nicht. Okay. Dann werden wir hier irgendwie von irgendjemanden kaputt gehauen. Ich habe mich halt einfach so wieder ganz locker zurückgehen können, ne? Und hat irgendwas passiert, aber ja, lächerlich. Hallo. Wahrscheinlich begegnen wir wieder Julius oder was weiß ich. War auch schon lange nicht mehr begegnet. Auch schon so ein bisschen nachgedacht, weil als wir gegen Rowan gekämpft haben, also was auch immer dieses Rowan Ding war, bei mir ist aufgefallen, mit seinen schwarzen, mit seiner schwarzen Haut und den roten Augen sah er irgendwie aus, ach, da muss man hin, wie Julius, als er gegen uns gekämpft hat. Und da waren wir auch in dieser komischen Matrix. Triglyph, mein Gott. Deswegen frage ich mich. Da muss auf jeden Fall irgendwas in Verbindung stehen. Aber das werden wir wohl ein bisschen später erst herausfinden. So,
Ich habe keine Ahnung. Ich träume gerade nicht. Ich glaube, ich werde hier einfach so, dass wir einfach hier so durchmarschieren können, ohne dass irgendwas passiert. Deswegen speichere ich mal nur so ganz zur Vorsichtsmaßnahme. So, da sind wir auch schon da. Sehr schön. Aus dem Weg. Ich habe eine Lieferung hier zu tätigen. Bams. Sehr schön. Alles klar. Okay, wo wir hier speichern können, egal. Hier. Sehr schön. Okay. Was du noch mal, du kommst mir bekannt vor. Please deliver the item in question directly to the CEO himself. Look at this place. It's so big and pretty. Indoor voice, Leia. Who are these people? Ach, Bekannte. Wenn ich das wüsste. Nein, mein Freund, hallo. I believe only Mr. Kresnik was invited. We're a package deal. I'm Luger's friend. Und es gibt so ein Paket. I'm acting guardian number two. Genau. Du bist unser Maskottchen. One moment, please. Sehr schön. Acting guardian number two, huh? Look who's talking. All of you may enter. Mr. Bakur is most impressed by the loyalty you engender in others, Mr. Kresnik. Okay. Vielleicht kämpfen wir jetzt gegen den oder irgendwie so was. Irgendein Plot-Twist kommt doch jetzt. Like I understand you better now. Sometimes I can just tell what you're thinking. You always work so hard. If anyone deserves this, it's you. Please keep up the great work. Oh, danke schön. Freundschaft zu Jude wächst. Fähigkeitenbuch, Bewegungsdrang. Okay. What the heck ist es, Ausdauer zu bekommen? Ach, das haben wir bestimmt bekommen, ne? Jupp, Beweglichkeit 3, warum nicht? Ich bin zwar eher schon schnell genug, aber wohl nehmen wir irgendwas anderes. Falls ich irgendwas hier nehmen kann. Na, lassen wir erstmal. Wie sieht's denn mit den anderen aus? Also schon ein Herzchen mindestens. Jude natürlich drei Herzchen schon. Alles klar. Rein hier. Why, Luger, I've been waiting for you. Thanks. Any leads on your brother's whereabouts? Well, as it turns out, I have news for you of both varieties. Good and bad. Which one first? Fangen wir mit der guten an. Ich will die schlechte Nachricht hören. Okay, die gute Nachricht erstmal. I would like to recruit you as an agent in our corporation. Don't act so surprised. It makes perfect sense. I've been keeping my eye on you this whole time. You never back down from difficult situations. More importantly, you have the strength to face them. I'd wager you've been doing more than just keeping an eye on him. You've been testing Luger. You can't get the true measure of a man by observing from a distance. You said there was bad news too. Mr. Kresnik's going on the police's most wanted list. What? They're gonna throw Luger in jail? Your life's about to get a lot tougher. But if you become one of my agents, I'll keep the police off your back, even if I have to get pushy. He doesn't even have a choice. This is blackmail. I failed to mention that an agent's salary is considerable. You'll be killing two birds with one stone. You can avoid arrest and pay off that massive loan almost overnight, provided you show me results, of course. What kind of results? No fractured dimensions. Fractured dimensions? Surely you've noticed them.
Worlds like ours, but not Matrix oder was? Think of this flower as our prime dimension, a world where history flows in a way that's familiar to us. But it's not the only blossom. There are offshoots. When one of these appears, it disperses soul energy from the prime dimension. Our dimension, in other words. Wait, it disperses? That can't be good. And what happens if we don't do anything about it? Ultimately, souls will vanish from the prime dimension. Of course, this means humans will die out as well. Whoa, whoa, time out. This all sounds pretty far-fetched. Olympias going dry, the failure of Spyrite technology. What if I were to tell you those effects were caused by the loss of soul energy from the prime dimension? It can't be true. Oh, but it is. Spirius has been working to save our world by eliminating its counterparts in the fractured dimensions. How could you possibly eliminate an entire world? That is a question for our friend Luger here. His Chromatis transformation has the power we need to infiltrate and destroy these parasitic realities. The power to destroy a world. No fair! I have no idea what everybody's talking about! Luger, for the sake of this world, the true world, you must help us. Ich trau dem Typen nicht, ey. Diese Welt will, müsst ihr uns helfen. Ich will ja nicht einfach so, ich will nicht direkt schon wieder in irgendwas einschlagen, was mir irgendwie das gesamte Leben ruiniert. Damit hat Julius sich also beschäftigt. He was the best of the best. Julius eliminated more than 100 fractured dimensions. We believe it's very likely that former director Kresnik has fled into one such dimension. Find him and you'll kill 3 birds with one stone. Okay, jetzt nimm deine Hand weg. Gott verdammt, Ludger. That's a good man. You're officially a DODA agent of Spirius. One thing I still don't get. What's causing these fractured dimensions? It's not a what, it's a who. A great spirit of Kanan. Kronos. The land of Kanan? Another great spirit? There is nothing to fear. We have in our possession the power needed to oppose him. Come to the underground training area, and I will show you how to wield it. I have to admit, being an agent for the Spirius Corporation is kind of a big deal. But are you sure about this? Habe ich irgendwie eine Wahl? Ja, bin ich. Diesen Job wollte ich schon immer. Weiß ich gar nicht. Hat er von Anfang an gesagt? Eigentlich nicht. Ja, okay, gut. Thought so. But if the CEO says you can handle it, that's a big thumbs up. I mean, my editor will barely let me take down a classified ad. This could be your big chance to make it big. Ugh, what reporter uses big twice in one sentence? Okay. Ah. Ich hab sowas verlangt, ihr diese pinken Klamotten wegzunehmen, weil sie sieht irgendwie zu bunt aus. So. Weiß ich nicht, sie sticht viel zu sehr raus. Bisley Bakur. Bisley Bakur certainly lives up to his reputation. He certainly makes an impression. He's like der König von Olympios, der Boss einer Schurkenorganisation. Hm. Weiß ich nicht. Na, ja, der macht schon so einen imponanten Eindruck, das stimmt, aber irgendwie, ja, ich traue nicht, deswegen mache ich lieber das hier. I think so too. He's like the villain on Beach Brigade Sunscreen Rangers. What? Who? Well, he's a
like this evil genius who makes fish paste products from dead fish and uses them to rule the sea. Nein, 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 das ist ein anderes Spiel, verdammt. They're fighting to save dead fish from the seafood industry? It was a classic Olympian action series. Palin collected all the toys. Genau. And Beasley Bacor resembles that. Well, regardless, he's Luger's boss now. Let's just make sure we're the ones using him and not the other way around. That makes sense. We can't accomplish much without him. But be careful. I don't think that Bakur was lying, but I'm pretty sure he wasn't telling us everything either. I agree. Wow, was? Du hast mal zwei Worte auf einmal gesagt. Mein Gott. Okay, hier muss es doch irgendwas geben. Na komm schon. Ich kann ja irgendwie so einen Bartkampf von ihnen irgendwie so klauen oder was weiß ich. Was? Okay, anscheinend nicht. So, Trainingsgelände hat hörte sich ja jetzt nicht so schlecht an, finde ich. Hey, das ist eine Katze. Not exactly the tailored suits and financial reports sort of CEO, huh? Flecki gefangen, sehr schön. Ja, da fällt mir gerade ein. Okay, wir haben Sachen gefunden. Okay, hier können wir wieder Sachen finden. Und da ist wieder eine Katze. Okay. Ich weiß nicht, werden die gefundenen Katzen auf einer zweiten oder ersten Stelle so gezeigt? Ich gucke mich ja jetzt noch mal um. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo noch eine Katze. Ich meine, so groß ist das hier ja nicht, ne? Aber finde ich gut, dass die Story sich jetzt ein bisschen zuspitzt. Wir sind jetzt offiziell, sieht man diesen Ding, diesen Haken, was auch immer das ist. Ja. Sieht aus wie, keine Ahnung, so eine Wand irgendwie. Die wollen uns irgendwie stalken, ich weiß es doch ganz genau. Kann mir doch ja nichts vormachen. Ich traue allgemein den ganzen Verein hier irgendwie nicht. Dem Typen erst recht nicht, ey. Aber Ludger muss ja unbedingt einschlagen und jetzt sind wir wieder im Salat. Sehr schön. Egal. Ich habe das Gefühl, das Geld dafür ja verdient wird, aber irgendwie story-relevant direkt verpulvert, ohne dass wir irgendwie Zugriff darauf haben, weil wenn wir wirklich ganz viel Geld bekommen, dann glaube ich nicht, dass wir irgendwann ausgeben können. Prüfen, was? Ah, okay, Geld. So, von wo kam ich? Gehen wir mal hier rein. Ich habe jetzt Zugriff hier, oder? Hey, ich kann echt überall hin, geil. Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Deutschen, Spice, so, da ist ein Shop da hinten. Dann haben wir ja so mehr oder weniger eine kleine Basis hier, ne? Den Unterschied hat wir irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr machen können. Finde ich jetzt so. Ich brauche wieder ganz viele Apfelgummis und so. So, haben wir hier neue Sachen. Na, da bin ich nicht. Okay, irgendwo hier muss noch eine Katze sein. Ach, wir haben jetzt 18 Minuten. Ich dachte, wir haben schon irgendwie 20 Minuten und noch was. Ja, ich würde gerne ja noch eine Katze finden, falls hier irgendwo eine ist. Ja, vielleicht findet ja auch eine Katze eine andere Katze von uns. Mal sehen. So. Warte mal, da ist irgendwie ein Raum. After, okay. Sieht ja mal fortschrittlich hier aus. Na. Oh. Diese Maschine steuert das unterirdische Ausbildungszentrum für Agenten. Mit den Augen trainieren können. Aber im Notfall können sie auch alle auf einmal zerstört werden. Okay. Ja, hier kann ich prüfen. Warte mal, den will ich mal kurz aufschreiben. Ah. Wenn ich einen Stift finden würde, was ich nicht tue. So, warte mal, da 6, 7, 8, 8.
und 4823. So. Merkel, immer schön, ja, Zettel und Stift beithalten. Oh, schön. Okay. Gucken, ob der irgendwie nützlich wird irgendwann. Stimmt. Okay. Finde ich gut, dass wir uns hier umschauen können. Ich dachte, wir irgendwie wäre nur so ein Dekorationsgebäude irgendwie. Oder so ein Statist unter den Gebäuden. Auf jeder Ebene scheint sich so ein Ding zu befinden, so ein Verkaufsautomat, das ist schon mal gut. Das ist auch wieder ein Raum. Also gleich werde ich offscreen hier noch ein bisschen die Gegend abscannen für eine Katze und so. Wenn irgendwo eine Katze ist, dann bestimmt, hey, halt, Moment, hier war irgendwas, glaube ich. Oder? Dann nicht. Ich dachte, da war was. Ich gehe auf jeden Fall jede Pflanze hier mal ab. Weil, haben sie überhaupt Pflanzen? Ich dachte, Olympius irgendwie hat so Probleme mit der Natur. Also irgendwie komisch, dann jetzt hier so Pflanzen und so, wo halt sind. Sehr schön. So, dann gehen wir mal dahin. Ja, mach Platz nach. Ich habe Schulden, wie blöde. Hallo. Mein Gott. So, wer bist du? Ihr seid Ludger Kresnik, nicht wahr? Ah, entschuldige mich. Ich habe von Julius viel von euch gehört. Was ihr das denn? Wieder Panzerungsentwicklung tätig. Aber es gibt sicher was an Gott. Ich kann euch vielleicht irgendwann helfen. Schaut mal mir vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Ja, super. Das nix. Wahrscheinlich muss doch irgendwas sein. Was? Fangen. Wo? Tiggy gefangen. Sehr schön. Haben wir 20 Katzen mittlerweile gefangen. Und ist das eine Leiche oder ein Schlaf? Sag, ich habe Angst. Ich will raus. So, dann haben wir schon mal hier eine Katze gefunden. Finde ich auch schön. Zwei Katzen sogar. Hier gibt's ja zwei Katzen. So, dann gehen wir ganz langsam immer tiefer hinunter. Okay, nach einer Katze muss ich jetzt eigentlich nicht mehr ausschalten, ne? Gegenstände, Gegenständes, Gegenständes. Na. Mein Gott, ich dachte, wenn jetzt zwei Typen, die genau gleich aussehen, die nebeneinander sitzen. Aber anscheinend nicht. Lass mir einen Raum, komm mal ein. Oh, ist zu lenken sehr schwer. So. Ja. Na, prüfen. Egal. So, noch irgendwas, irgendeine rote Person hier. Nee, okay. So, dann gehen wir mal zum Erdgeschoss. Auf, mein Gott, jetzt auf einmal 23 Minuten, ey. Hoffen, ob da irgendwo ein Speicherpunkt ist und dann können wir den Part mal beenden. Wo Erdgeschoss hat, müsste ja eigentlich wieder da sein, ne? Schätz mal, wir müssen dann dahin. Ja, und dann würde ich aber sagen, wir speichern für diesen einen Moment. Und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.